Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltungsreihe von PwC. Mein Name ist Ulrich Hartmann und ich bin der zuständige Partner für den Bereich der Depot-WPAG-Prüfung. Und vor diesem Hintergrund sind alle darüber informiert, dass wir eine signifikante Änderung aktuell im Markt haben, bedingt durch die neue Regulierung MiFID II. Jeder weiß, dass durch MiFID II auch die Prüfung umfangreicher und komplexer werden wird, was sich allein schon dadurch manifestiert, dass diese Regulierung von den EU-Behörden auf mehr als 10.000 Seiten geschriebene Regulierung niedergelegt wurde, was für mich an sich immer noch auch nach 8 Jahren MiFID II ein Wahnsinn ist. Nichtsdestoweniger trotz dieser 10.000 Seiten ist aber noch immer nicht jedes Thema bis ins letzte Detail durchdiskutiert und ausklariert und jeder weiß, was dort zu tun ist. Und das hat uns bei PwC in die Situation gebracht, dass wir uns überlegt haben, wir müssen etwas Neues gestalten, einen neuen Weg finden, um mit Ihnen gemeinsam, unseren Prüfungskunden, die letzten Details der Regulierung noch tiefer zu durchdringen und zu diskutieren. Und so wollen wir eine Webinarreihe starten, wo wir alle 4 Wochen einladen zu einem Webinar. Und innerhalb eines Webinars wollen wir 20 bis 30 Minuten zu 1 bis 2 Themen in MiFID II mit Ihnen diskutieren. Das Webinar wird zunächst mal eine noch etwas Oldstyle-Frontalbeschallung sein, wo wir als PwC Ihnen das Thema nochmal mit Hilfe von Folien näher bringen. Und dann kommt aber die aktive Komponente. Kurze Zeit nach dem Seminar, wenn das Thema sich bei Ihnen ein bisschen gesetzt hat, werden wir Sie zu einer Telefonkonferenz einladen, um dann gemeinsam mit Ihnen bilateral dieses Thema noch einmal zu vertiefen und dann die fachliche Diskussion entsprechend weiter voranzubringen. Und so freue ich mich jetzt, die erste Veranstaltung mit Ihnen anzugehen. Das erste Webinar wird zu dem Thema TOTV sein. Da starten wir jetzt und ich freue mich besonders, diesen neuen Weg jetzt mit Ihnen zu bestreiten. Sage aber auch gleichzeitig nochmal und rufe auf, dass Sie uns eine Rückmeldung geben, entweder per E-Mail, per Telefon, wie auch immer Sie wollen. Geben Sie uns eine Rückmeldung, wie Ihnen dieses neue Medium Webinar zu MiFID II Prüfung entsprechend gefällt. Denn wie immer im Leben, wir alle wollen lernen und uns weiterentwickeln. Und darauf freue ich mich jetzt mit Ihnen. Viel Freude! Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Julia Butzke. Ich bin Wirtschaftsprüfer und leite den Fachbereich Depot WPHG bei PwC. Heute werden wir Sie in dieser Webinarreihe über 2 spannende Themen informieren. Da führen Sie 2 Kollegen durch. Wir freuen uns auf eine spannende Webinarreihe. Guten Tag, mein Name ist Carsten Butzke. Ich bin Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers. Ich begleite Sie seit 20 Jahren bei Depot- und WPAG-Prüfung durch unser Haus. Von mir erfahren Sie heute etwas zum Beauftragten für das Verwahrgeschäft. Ich wünsche uns viel Spaß dabei. Auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Matthias Hensken. Ich bin Manager im Bereich Regulatory Banking. Ich decke hier eher die Beratungsschiene ab. In den letzten 4 Jahren habe ich mich intensiv mit MiFID II Fragestellungen und hier unter dem Teilbereich Marktinfrastruktur beschäftigt. Was ich Ihnen heute in diesem Webcast gerne vorstellen würde, sind aktuelle Marktdiskussionen hinsichtlich der ESMA-Opinion TOTV, Traded on a Trading Venue. Je nach Auslegung dieser Opinion haben wir im Markt gegenläufige Meinungen und auf diese Thematik bzw. auf diese Besonderheit würde ich Sie gerne intensiver hinweisen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und möchte an der Stelle gerne an den ersten Referenten übergeben. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Thema, Beauftragter für das Verwahrgeschäft. Der neue § 81 Absatz 5 WPHG schreibt vor, dass die Geschäftsleiter einen Beauftragten für das Verwahrgeschäft zu benennen haben, welcher sich um den Schutz von Finanzinstrumenten und Gelder von Kunden zu kümmern hat. In der Praxis treten dort regelmäßig 2 Fragestellungen auf, die teilweise kontrovers diskutiert werden. Die erste ist, an welcher Stelle der Unternehmensorganisation sollte dieser Beauftragte für das Verwahrgeschäft angesiedelt sein? Und als zweiter Themenkomplex bzw. zweite Fragestellung, welche Anforderungen hat dieser denn eigentlich genau zu überwachen? Darauf werden wir im Folgenden kurz eingehen. Zur ersten Fragestellung. Wo in der Unternehmensorganisation sollte der Beauftragte für das Verwahrgeschäft sinnvollerweise
angesiedelt sein. Hier gab es in der Praxis regelmäßig zwei Alternativen, die diskutiert worden sind. Die eine Alternative da war das Backoffice, die zweite Alternative die Compliance-Funktion. Für das Backoffice spricht, dass es sich hierbei um die originäre Verantwortung für die jeweiligen Prozesse handelt, es sich um keine Kontrollfunktion handelt und daher auch keine Gefahr der Selbstprüfung im Rahmen der Prüfungsmechanismen der zweiten und dritten Verteidigungslinie im Unternehmen besteht. Weiterhin gibt es detaillierte Kenntnisse gerade zu den Verwahrprozessen im Unternehmen und da man direkt an den Prozessen sitzt, auch bei einem potenziellen Risiko schnell eingreifen kann. Für die Compliance-Funktion hingegen spricht, dass die Compliance-Funktion auch bisher schon die Schnittstelle zur Aufsicht und zur Geschäftsleitung im Unternehmen ist. Weiterhin ein Gesamtüberblick über das IKS des Wertpapierdienstleistungsunternehmens hat und auch schon eine Berichterstattungslinie zur Geschäftsleitung besitzt. Von daher detaillierte Prozesse nicht explizit für den Beauftragten für das Verwahrgeschäft implementiert werden müssen. Zwischenzeitlich ist der Entwurf der Mindestanforderungen an das Depotgeschäft veröffentlicht worden zur Konsultation. Hierin wird explizit gefordert, dass der Beauftragte nicht an den zu überwachenden Dienstleistungen oder Tätigkeiten beteiligt sein darf. Danach ergebe sich ein Verbot, den Beauftragten für das Verwahrgeschäft im Backoffice anzusiedeln. Gleichzeitig wird gesagt, dass die Compliance-Funktion hingegen diese Funktion übernehmen darf, nicht muss. Uns ist hierbei jedoch unklar, wie das mit dem Wording des Paragraphen 81 Absatz 5 in Übereinklang zu bringen ist, wonach der Beauftragte die Verantwortung dafür trägt, dass das Wertpapierdienstleistungsunternehmen seinen Verpflichtungen nachkommt und somit unseres Erachtens nach dies eine originäre Verantwortung ist und eigentlich nicht in einer Kontrollfunktion angesiedelt sein darf. Hier bleibt abzuwarten, was der finale Stand der Mindestanforderungen des Depotgeschäfts dazu sagt und wie sich die Diskussionen im Markt und mit der Aufsicht dahingehend entwickeln. Nun zu der zweiten Fragestellung. Was hat der Beauftragte für das Verwahrgeschäft eigentlich zu überwachen? Auf dieser Folie haben wir Ihnen mal dargestellt, was uns dazu so alles in den Sinn gekommen ist. Hierzu zählen natürlich in allererster Linie die Anforderungen des Paragraphen 84 WPAG sowie des Paragraphen 10 der WPD VerUV. Weiterhin kommen hierbei in Betracht die Informations- und Berichterstattungspflichten der Artikel 63, 49 sowie 47 Absatz 1 Buchstabe G der Delegierten Verordnung 2017-565. Einen weiteren guten Anhaltspunkt gibt auch der Entwurf der Mindestanforderungen an das Depotgeschäft. Dazu dies in aller Kürze. Wir können dies weiter gerne in unserer bald folgenden Telefonkonferenz vertiefen und ich möchte weitergeben an unseren zweiten Tagesordnungspunkt. Auf Wiederhören. Der zweite Beitrag unseres Webcasts befasst sich mit dem Thema TOTV, Traded on a Trading Venue für OTC-Derivate. Die Vorstellung dieses Themas habe ich für Sie strukturell so aufbereitet, dass ich im ersten Teil des Vortrags kurz auf die regulatorischen Hintergründe und die Definition von TOTV eingehen werde. Anschließend werde ich Ihnen anhand von zwei Marktmeinungen beispielhaft darlegen, wie unterschiedlich dieses Thema gerade in der Branche interpretiert und gesehen wird und zu welchen teilweise konträren Implementierungsansätzen dies in der Praxis führt. Nachfolgend werde ich Ihnen die Einflüsse, Auswirkungen und Abhängigkeiten von TOTV auf diverse Anforderungen der MiFID II bzw. MiFIR skizzieren. Abschließend werde ich den Beitrag mit einem Ausblick darauf, welche Entwicklungen und potenziellen Marktstandards man in Zukunft im Umgang mit der TOTV-Eigenschaft erwarten kann. Das Kriterium TOTV besagt, ob ein Finanzinstrument in der EU an einem Handelsplatz, also einem regulierten Markt MTF oder OTF, zum Handel zugelassen ist. Um festzustellen, ob ein Finanzinstrument das TOTV-Kriterium erfüllt, muss ein sogenannter TOTV-Check durchgeführt werden. Der TOTV-Check wird auf Basis der FIRTS-Datenbank
FIRST steht für Financial Instrument Reference Data System, durchgeführt. Der TOTV-Check kann entweder von einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst oder über einen Dienstleister vorgenommen werden. Per März 2018 gibt es in der Bankenbranche aufgrund einer ESMA-Opinion vom 22. Mai 2017 weiterhin ein großes Maß an Unsicherheit im Umgang mit OTC-Derivaten und deren Beurteilung hinsichtlich des Kriteriums TOTV. Gemäß ESMA-Opinion müssen für einen TOTV-Check von 48 Referenzdatenfeldern bis auf emittentenbezogene Informationen, das sind die Felder 5 bis 12, fast alle Felder exakt übereinstimmen, damit ein TOTV-Check von einer Wertpapierfirma überhaupt durchgeführt werden kann. Aus Sicht der Bankenbranche ist an dieser Vorgehensweise problematisch, dass beim Abschluss eines OTC-Derivats nicht alle Referenzdatenfelder, insbesondere die ISIN, bekannt sind. Die Bankenbranche in Deutschland hatte eigentlich bis Ende Dezember 2017 erwartet, dass für einen TOTV-Check nur eine reduzierte Anzahl der 48 Referenzdatenfelder für einen TOTV-Check benötigt werden. Ob ein Finanzinstrument zum Handel in der EU an einem Handelsplatz zugelassen ist, hat Auswirkungen auf diverse Anforderungen der MiFIR. Eine Relevanz der TOTV-Diskussion ist insbesondere für die folgenden vier MiFIR-Anforderungen gegeben: Referenzdatenmeldung und ISIN-Generierung, systematische Internalisierung, OTC-Nachhandelstransparenz und das Transaktionsreporting. Die beschriebene Unsicherheit im Umgang mit der TOTV-Opinion resultiert in einer Vielzahl an unterschiedlichen Meinungen und Herangehensweisen, die wir auf dem Markt vorfinden können. Wir haben Ihnen auf dieser Seite einmal exemplarisch zwei Meinungen dargestellt, wie teilweise konträr dieses Thema gesehen wird und zu welchen Konsequenzen diese Interpretation dann letztendlich in der Praxis führt. Verstehen Sie diese Übersicht als einen Auszug der vorherrschenden Meinungen? Ich würde Ihnen zunächst einmal diese Meinungen in aller Kürze darlegen. Im weiteren Verlauf des Webcasts werden wir dann auf die einzelnen Teilaspekte detaillierter eingehen, um Ihnen dann auch noch einmal darlegen zu können, wie wir diese Teilaspekte bzw. den wirklichen Praxisumgang von Seiten PwC aussehen. Beginnen möchte ich ganz gerne mit der Interpretation 1, die wir am Markt vorfinden. Sie sehen das auf der linken Seite dieses Slides. Hier ist die Auffassung im Umgang mit dem TOTV-Check, dass man für diesen Check eben alle Referenzdatenfelder inklusive einer ISIN benötigt. Bezogen auf Referenzdaten und ISIN-Generierung vertritt man die Auffassung, dass dies für systematische Internalisierer nicht möglich ist, da der Status des systematischen Internalisierers nur für TOTV-Finanzinstrumente eingenommen werden kann. Eine ISIN-Generierung erachtet man aus diesem Grunde für nicht notwendig. Bezogen auf die Reporting-Anforderungen vertritt die Interpretation 1 des Marktes die Auffassung, dass bei OTC abgeschlossenen Derivaten, also insbesondere Zinsderivaten und FX-Forwards, keine ISIN vorhanden ist und demnach niemals eine Meldung sowohl an einen APA als auch einen ARM abgegeben werden kann. Im Gegensatz hierzu finden wir die Interpretation 2 am Markt vor. Sie sehen das auf der rechten Seite dieser Slide. Dort vertritt man die Auffassung, dass für einen TOTV-Check nur bestimmte Informationen aus den Referenzdatenfeldern, also eben ohne die ISIN, für einen solchen benötigt werden. Bezogen auf die Referenzdaten und die ISIN-Generierung vertritt man die Auffassung, dass eine ISIN-Generierung grundsätzlich für alle Finanzinstrumente möglich und notwendig ist. Eine Referenzdatenmeldung hingegen für TOTV-Finanzinstrumente muss nach dieser Interpretation entweder ein Handelsplatz oder ein systematischer Internalisierer vornehmen, sofern er eben den Status eines SIs in solchen Finanzinstrumenten hat. Bezogen auf den grundsätzlichen Anwendungsbereich des SIs vertritt man hier die Auffassung, dass dieser für alle Finanzinstrumente, also unabhängig des TOTV-Kriteriums, möglich ist. Und bezogen auf die Reporting-Anforderungen vertritt man die Auffassung, dass eine Meldung von bilateral abgeschlossenen OTC-Derivaten eben an einen APA und einen ARM vorgenommen werden müssen, wenn sie eben gleiche Attribute aufweisen, wie wir sie an einem Handelsplatz vorfinden.
Die jetzt in aller Kürze getroffenen Aussagen bzw. die Anforderungen werde ich Ihnen jetzt auf deren Folgeseiten detaillierter darstellen und diese Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Als nächstes würde ich Ihnen ganz gerne das Thema ISIN-Generierung und Referenzdatenmeldung anhand eines Beispiels näher bringen und Ihnen Zusammenhänge darlegen. Für eine ISIN-Generierung, beispielsweise über ANA-DSB, sind Handelsplätze für TUTV-Finanzinstrumente und systematische Internalisierer für UTUTV-Finanzinstrumente verantwortlich. Als UTUTV bezeichnet man ein Finanzinstrument, dessen Underlying handelbar an einem Handelsplatz ist, beispielsweise eine Equity-Option mit Underlying-Aktie. Nachdem ein Handelsplatz für TUTV-Finanzinstrumente und ein systematischer Internalisierer für UTUTV-Finanzinstrumente eine ISIN erhalten hat, sind diese dazu verpflichtet, je Transaktion Referenzdatenmeldungen abzugeben. Referenzdatenmeldungen dienen der effektiven Überwachung der Artikel 26-Meldung nach MiFIR, die von Wertpapierfirmen und Handelsplätzen abgegeben werden müssen. Nur wenn eine nationale Behörde bzw. ESMA weiß, welche Produkte der Meldepflicht unterliegen, kann sie die Meldepflicht der Handelsplätze und Wertpapierfirmen auch effektiv überwachen. Die Kenntnis über die meldepflichtigen Instrumente erlangt ESMA über die Referenzdatenmeldungen von Handelsplätzen und systematischen Internalisierern. Im Vordergrund stehen hierbei die an regulierten Märkten MTF und OTF gehandelten Finanzprodukte, und zwar alle die, die an einem Handelsplatz in Summe zugelassen sind oder für die ein Antrag auf Zulassung gestellt wurde, also TUTV. Nicht erfasst von der Referenzdatenmeldung der Handelsplätze sind die Finanzinstrumente, bei denen nur das Underlying TUTV ist, also unsere eben skizzierten UTUTV-Finanzinstrumente. In Bezug auf diese Finanzinstrumente sieht MiFIR eine Referenzdatenmeldepflicht für systematische Internalisierer vor. Systematische Internalisierer haben demnach keine Pflicht zur Referenzdatenmeldung für solche Finanzinstrumente, die TUTV sind, denn für diese geben Handelsplätze schon die Meldung ab. In der FIRTS-Datenbank befinden sich demnach Detailinformationen zu in der EU gehandelten Finanzinstrumenten, wie beispielsweise allgemeine Felder, Felder mit Bezug auf den Emittenten, Felder mit Bezug auf den Nennwert oder finanzproduktspezifische Angaben. In der Praxis wird allerdings beobachtet, dass neben Referenzdaten zu TUTV und UTUTV-Finanzinstrumenten auch Referenzdatenmeldungen zu weiteren Finanzinstrumenten, beispielsweise Total Return Swaps, von systematischen Internalisierern vergeben werden. Dieses Überreporting erscheint allerdings von der Aufsicht nicht gewollt. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen ganz gerne die Auswirkungen von TUTV auf die Transparenzverpflichtungen und das Reporting darlegen. Beginnen möchte ich ganz gerne mit den Anforderungen an die OTC-Nachhandelstransparenz. Die Abgabe von OTC-Nachhandelstransparenzmeldungen gilt nur für solche Finanzinstrumente, die OTC gehandelt werden, aber allerdings das TUTV-Kriterium, also handelbar an einem Handelsplatz, erfüllen. Die Anforderung gilt für Eigenkapitalinstrumente, beispielsweise Aktien, und Nicht-Eigenkapitalinstrumente, zum Beispiel Derivate und Schuldverschreibungen insbesondere. Die Meldungen werden über einen sogenannten APA, eine Proof Publication Arrangement, abgegeben, der wiederum seine Daten an einen CTP, an einen Consolidated Tape Provider, weiterleitet, der die Gesamtdaten aller APAs aggregieren wird. Nicht erfasst von der OTC-Nachhandelstransparenzmeldung sind Finanzinstrumente, die UTUTV sind oder die kein Kriterium, also weder TUTV noch UTUTV erfüllen. Anders sieht es bei der Transaktionsreporting-Meldung nach MiFIR aus. Hier sind die meldepflichtigen Instrumente weiter gefasst als bei der OTC-Nachhandelstransparenzmeldung. Hier werden die Finanzinstrumente erfasst, die einerseits TUTV sind, Finanzinstrumente, die UTUTV sind und Finanzinstrumente, die ein Indiz oder ein Korb sind, der an einem Handelsplatz gehandelt werden kann oder für den ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde. Die Meldeabgabe im Transaktionsreporting erfolgt über einen sogenannten ARM, einen Approved Reporting Mechanism, der wiederum seine Daten dann weiterleitet an die Aufsichtsbehörde. Gleichermaßen abhängig für die Abgabe der Nachhandelstransparenzmeldung und für die Meldung nach Artikel 26, also die MiFIR-Transaktionsreporting-Meldung, ist für die Institute zu erkennen,
ob ein Finanzinstrument jetzt entweder in Summe UTV ist oder entsprechend UTV, das heißt, das Underlying zum Handel zugelassen ist, da sich hieraus eben diese Meldeverpflichtungen ableiten. In der Praxis erscheint diese Überprüfung relativ schwierig, da aktuell FIRTS noch im Aufbau ist, wir die Datenqualität, die dort vorhanden ist, nicht kennen. Zu erwarten ist im Moment, dass diese eher noch unvollständig ist und man sofern davon ausgehen kann, dass ein TUTV-Check nicht für alle Finanzinstrumente möglich ist. Klar ist allerdings, dass Institute sich überlegen müssen, wie sie diesen TUTV-Check durchführen. Und dafür erwarten wir, dass wahrscheinlich eine technische Lösung erforderlich ist, um die großen Datenmengen überhaupt vollumfassend erfassen zu können. Wie genau dieser technische TUTV-Check erfolgen soll, danach ist der Markt im Moment auf der Suche nach einer Lösung. Denkbar sind hier entweder eigene Vorkehrungen, die Institute treffen können, oder beispielsweise Dienstleistungen, die Vendoren anbieten, um eben diese Checks durchzuführen. Wir haben schon erfahren oder wir wissen, dass dies einige APA-Anbieter machen werden, oder eine Möglichkeit wäre auch über ANA DSB einen solchen Check durchführen zu können. Einen ergänzenden Hinweis möchten wir an dieser Stelle geben, weil diese Frage oder dieses Thema auch oft im Markt diskutiert wurde. Und die Frage bezieht sich darauf, ob eine ISIN zwingend für eine Meldeabgabe nach Artikel 26 MIFIR, aber auch nach EMIR notwendig ist. EMIR und MIFIR sehen die Meldung von ISINs vor, geben aber auch andere Möglichkeiten der Meldeabgabe, beispielsweise eine detailliertere Beschreibung Finanzinstrumenten oder eine Klassifizierung, eine Erkennung anhand anderer Codes. Nach unserer aktuellen Einschätzung ist es so, dass eine ISIN für eine Meldeabgabe nicht zwingend notwendig ist, sondern dass Häusern auch freigestellt ist, die anderen Möglichkeiten, die MIFIR und EMIR vorsehen, zu nutzen. Nachdem ich Ihnen nun die Themen ISIN-Generierung, Referenzdatenmeldung, OTC-Nachhandelstransparenz, Transaktionsreporting und auch immer flankiert systematische Internalisierung etwas näher dargestellt habe, möchte ich Ihnen nun ganz gerne unsere Thesen im Umgang mit OTC-Derivaten und deren Überprüfung auf das Kriterium TUTV etwas näher bringen, da dies nach unserer Einschätzung nach die Gründe sind, die zu Irritationen auch im Umgang mit der ESMA-Opinion geführt haben. ESMA hatte im Rahmen der TUTV-Opinion den Ansatz gewählt, dass sie einen OTC-Derivate-Kontrakt ähnlich behandeln wie ein Wertpapier. Dies führt dazu, dass wir im Rahmen unserer These folgende zwei wesentlichen Probleme oder, sage ich mal, Verbesserungspotenziale an diesem Ansatz sehen. Punkt 1. Bisher nicht standardisierte OTC-Derivate-Kontrakte können nach unserer Auffassung nicht ausschließlich über eine ISIN identifiziert werden. Eine ISIN ist ein Code für eine Vielzahl vertretbarer, also austauschbarer Einheiten eines identischen Produkts. Diese Vertretbarkeit kennzeichnet das Finanzinstrument und macht es am Geldmarkt, am Finanzmarkt handelbar. Zum Beispiel 100 Stück der Daimler-Aktie. Ein einzelner OTC-Derivate-Kontrakt im Gegensatz dazu ist als solcher immer unique. Das heißt, er ist nicht vertretbar und daher auch eigentlich nicht ISIN-fähig. Zweitens, um eine sinnvolle Standardisierung von OTC-Derivate-Kontrakten vornehmen zu können, sind nach unserer Einschätzung zwei wesentliche Maßnahmen notwendig. Erstens, die Notwendigkeit eines Asset-Klassen-Ansatzes, da die Vertretbarkeit und Handelbarkeit und damit die ISIN-Fähigkeit respektive der TUTV-Check eine Standardisierung der OTC-Derivate-Kontrakte nach Asset-Klassen erfordert, das heißt eine einheitliche Festlegung für diese Asset-Klasse anhand bestimmter allgemeingültiger Datenelemente und Parameter. Zweitens muss nach unserer Einschätzung das Prinzip der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit angewendet werden. Dadurch, dass ein OTC-Derivate-Kontrakt immer unique ist, ist es notwendig,
eine Art Auffangbecken zu melden, die anhand bestimmter Parameter die wirtschaftliche Gleichwertigkeit von vergleichbaren Derivatekontrakten sicherstellt. Ich möchte Ihnen das ganz gerne anhand eines kurzen Beispiels skizzieren, was genau wir damit meinen oder was genau unsere Einschätzung hierzu ist. Nehmen wir als Beispiel mal einen handelsplatzpflichtigen Zinsswap Fixed-to-Float Euro-US-Dollar 3 Jahre. Dieser Zinsswap weist notwendige Datenelemente zur Identifizierung der Asset-Klasse vor. Diese notwendigen Datenelemente finden wir in den Anforderungen an die Abgabe der Referenzdatenmeldung für Zinsswaps. Damit einhergehend ist ESMA die verantwortliche Instanz, die eben diese übergreifenden Kriterien oder, sage ich mal, notwendigen Datenelemente einer Asset-Klasse festlegt. Wir finden diese Angaben im Level 2 zu MI4 beziehungsweise in den EMIR-ITS und RTS. Verantwortlich für Referenzdatenmeldungen für TOTV-Finanzinstrumente und demnach auch für TOTV-Derivate sind immer Handelsplätze. Damit ein OTC gehandelter Derivatekontrakt nun zu einem TOTV-Match führen kann, ist es notwendig, diese übergreifende Clusterung oder Standardisierung auf Basis der Datenelemente vorzunehmen und eine wirtschaftliche Vergleichbarkeit von 2 Derivatekontrakten sicherzustellen. Von diesem Ansatz ist ESMA im Rahmen der TOTV-Opinion abgewichen, was eben zu diesen beschriebenen unterschiedlichen Marktmeinungen und Verwerfungen oder unterschiedlichen Vorgehensweisen am Markt führt. Abschließend möchte ich diesen Webcast ganz gerne mit einem kurzen Ausblick, in dem ich Ihnen einmal darlege, welche Auswirkungen denn das nicht vorhandene Prinzip der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit und das nicht oder der nicht vorhandene Asset-Klassenansatz im Umgang mit OTC-Derivaten führt, um Ihnen dann noch einmal abschließend Lösungsimpulse mitzugeben, die man nach unserer Auffassung mit der Aufsicht diskutieren könnte oder sollte. Die Auswirkungen in der Praxis für OTC-Derivate-Kontrakte sind im Moment, dass diese niemals einen positiven TOTV-Check mit sich führen können, aus den eben skizzierten Gründen. Ein OTC-Derivate-Kontrakt ist immer unique. Referenzdatenmeldungen für handelsplatzgehandelte OTC-Derivate geben Handelsplätze ab, etc. In der Konsequenz führt es dazu, dass wir niemals eine Nachhandelstransparenzmeldung finden werden für einen OTC abgeschlossenen OTC-Derivate-Kontrakt, beispielsweise einen Zinsswap, auch wenn er handelsplatzpflichtig ist, oder einen FX-Forward. Auch werden wir wahrscheinlich im Transaktionsreporting keine Meldepflicht vorfinden, da ein Underlying-Zins kein Finanzinstrument, das eine Meldeverpflichtung auslöst. Beispiel, Sie haben einen Zinsswap Fixed to Float, handeln diesen OTC, der TOTV-Check läuft ins Leere. Underlying Zins ist nicht handelbar, demnach auch keine Meldeverpflichtung im Transaktionsreporting. So, welchen Lösungsansatz sehen wir, um eben OTC-Derivate einheitlich und assetklassengerecht zu berücksichtigen? Nach unserer Auffassung ist es notwendig, dass eine internationale einheitliche Lösung zur Produktklassifizierung von unverbrieften Derivaten entwickelt und angenommen wird. Hierzu können wir IOSCO-Papers vergleichen, die dort seit Jahren potenzielle Ansätze diskutieren. MIFIR wendet grundsätzlich schon ein Prinzip der Asset-Klassen für unverbriefte Derivatekontrakte an. Wir finden das in den Bereichen des systematischen Internalisierers Schwellenwerttests, der Transparenzanforderungen, der Bestimmung eines liquiden illiquiden Marktes oder auch der handelsplatzpflichtigen Derivate vor. Zu einer konsistenten Vorgehensweise sollte das Prinzip der Asset-Subklassen auch zur Bestimmung des TOTV-Kriteriums nach unserer Einschätzung angewendet werden.
Das war unser Vortrag zum Thema TOTV, Traded on a Trading Venue für OTC-Derivate. Und wir freuen uns darauf, dieses Thema in der nachfolgenden Telco mit Ihnen etwas intensiver diskutieren zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur Telco. Und zum Schluss möchten wir Sie gerne zu einem fortführenden allgemeinen Austausch zu den heutigen Themen einladen. Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz entnehmen Sie bitte unserem PwC-Blog. Wenn Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten und gern Informationen zu weiteren Webinaren erhalten möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort Webinar an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Noch ein kurzer Ausblick auf das nächste Mal. Im nächsten Webinar werden wir voraussichtlich auf die Themen Telefonaufzeichnung und Ausgewähltes zu den neuen Emma Comp eingehen. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.